endlich angekommen. Dennis und Fabian sind von Karlsruhe nach Stuttgart gefahren, um dort auf die Pirsch zu gehen. Wir begleiteten sie auf ihrer Jagd. In jeder Stadt sind Plakate mit Aufgaben versteckt, die es zu finden gilt. Mitspielen kann jeder. Come on, girl, please tell me quick, what did you do? Is your trick that I can take my eyes above you? Wir sind jetzt hier in Bad Cannstatt und wir sind auf dem Weg mit der U-Bahn nach Kirchhoff. Um so schnell wie möglich ans Ziel zu gelangen, scheuen Dennis und Fabian keine Mühe. Gefragt wird gleich der erste Passant, der vorbeiläuft. Nachdem die richtige Himmelsrichtung geklärt ist, geht es weiter zur Gottlieb Daimler Gedächtnisstätte. Also wir haben uns jetzt verlaufen und wir gehen jetzt erstmal nach da unten und schauen mal, ob wir es weiter unten finden, so 100 Meter ungefähr weiter. Ja, also wir waren jetzt mittlerweile in jeder Stadt, bis auf hier eben in Stuttgart bis jetzt. Hat uns die Jagd sehr viel Spaß gemacht. Ist nämlich auch mal was anderes, mal Städte zu sehen, in denen man zum Beispiel noch nicht war. Welcher Wille liegt im Weißen verborgen? Die Aufgabe ist gelöst und die Antwort ins Logbuch eingetragen. Also kann es weitergehen in Richtung der nächsten Plakatlocation. Am Wilhelmsplatz soll das nächste Plakat zu finden sein. Dort treffen wir ein weiteres Löwenjäger-Team. Hey, ich bin Alina und ich bin 15 Jahre alt. Hallo, ich bin Lisa und wir kommen aus Karlsruhe. Hallo, ich bin Nadine und wir sind auf der Löwenjagd gekommen, weil wir ein Plakat in der Bahn gesehen haben. Und wir sind die Amazonen! Also wir sind hier, weil wir die Stationsnummern für die Fahrräder, die Stadtfahrräder, für den Wilhelmsplatz rausfinden sollen. Schon ist die erste Aufgabe erledigt und die Gruppe kann weiterziehen. Das nächste Ziel liegt hoch oben am Stuttgarter Kesselrand. Was eignet sich da besser als eine Fahrt mit der Zahnradbahn Zacke? Ja, sie gehen einfach da runter und dann an der Kreuzung rechts Richtung Berg hoch. Abseits von Stadtgeräuschen und Straßenlärm begeben sich unsere Jäger auf die Suche nach der letzten Antwort dieses Tages. Auf dem Schimmelhüttenweg, vor der idyllischen Kulisse der Stuttgarter Weinberge, muss nun die letzte Aufgabe gelöst werden. Nach einem anstrengenden Tag macht sich unser Team auf den Heimweg. Um einige Erfahrungen reicher, wird bald in der nächsten Stadt den richtigen Lösungen nachgejagt.